müsste das auch alles wunderschön für euch ersichtlich sein. Genauso wollen wir es sehen. Herrlich. Also, so mal kurz einen Überblick sich zu verschaffen. Ja, kommt man dann geht hier direkt offensiv vor. Also 7 AM, die wollen es hier nicht langsam angehen. Die gehen direkt in die Offensive als Verteidigung. Ist natürlich auch eine spannende Taktik. Kann man mal machen, und zwar im gesamten Squad. Also ja, da sieht man auch Viper, die einzige auf B alleine dort. Und natürlich, ja, Semba hat hier schon das gerochen. Und das können sie auch gut abfangen. Auch Civi, der hier einfach 3 Kills holen kann. Also hat sich jetzt nicht wirklich ausgezahlt. One enemy remaining. Auch Hardy muss daran glauben. So, Civi wird jetzt planten. Ist natürlich relativ schlau, um den Ultpoint auch noch mitzunehmen. Oh, und jetzt wird es schwierig, natürlich alleine gegen 3. Nicht unmöglich. Und Fake Ananas glaubt jetzt auch noch dran. Ich mach mal den Game-Sound ein bisschen lauter, Jungs. Ich denke, dann hört ihr auch ein bisschen mehr. Ich hoffe, dass es nicht zu laut ist. Wenn es zu laut ist, bitte schreibt es sofort in den Chat. Dann muss er noch alles ordentlich hören können. Let us know about sound and anything else. Genau. Ja. Also, Nom holt sich hier den ersten Punkt. Wir können mal ein bisschen drauf gucken, was die Economy so sagt. Da ist natürlich jetzt nicht viel passiert. Klar, die kaufen sich jetzt ein paar Spectres. Auch die Ghost wird behalten. Eine Bulldog ist dabei. Also, Semper, der geht da schon richtig auf Vollgas. Der will da direkt schon mal wissen, was los ist. Wenn sie trifft, dann darf trifft sie. Natürlich auch jetzt nicht sterben mit dem Ding. Das wäre natürlich ungünstig. Aber auch da, wir sehen das mal. Default-Aufbau, da wird erstmal geguckt, was passiert denn. Pushen irgendwo die Leute vor, und hier sehen wir es auch. Ja, da geht es tatsächlich ein Stück vorwärts. Und da kommt schon die Begrüßung von hinten. Genau, das Begrüßungskomitee steht bereit, aber das jetzt auch ziemlich auffällig am Anfang dieses Matches. 7 AM geschlossen als Team, gehen auch in der Verteidigung vorwärts. Interessante Taktik, die sie da verfolgen. Wird sich positioniert und gewartet. Oh, Gray kann dort sie wie schön holen. Seven ist an der Bulldog. Oh! Alex! Da hat Alex gesagt, nicht mit mir. Ja, und das ist trotzdem, also ich muss sagen, das haben sie eigentlich gar nicht so verkehrt gemacht. 7 AM haben immerhin dort noch 2 Leute holen können. Da wäre eventuell noch der ein oder andere drinne gewesen. Bei Alex das auch sehr, sehr stark. Okay, wenn ich mir so den Chat anschaue, Menge Nom-Leute, Sympathisanten dabei, die ganz klar sagen, easy vornommen. Da werden wir sehen. Werden wir sehen. 7 AM. Ich finde die Taktik, diese Spielen gar nicht so verkehrt. Das hat sich bis jetzt noch nicht ausgezahlt, das muss aber nicht viel heißen. Ja. Ich bin wirklich gespannt, wie sie es machen jetzt in den folgenden Runden. Wir sehen auch jetzt eine klassische Bonusrunde. Also, auch sofort weggeholt. Aber ja, Semper mit seiner Bulldog, die hat sich natürlich direkt erstmal ausgezahlt. Spike down B. Fake Ananas, der muss dort auch dran glauben. Hat ihm dort ein bisschen geholfen am Anfang, aber reicht jetzt nicht mehr. Okay, es wird verschoben. Das 2 jetzt auf A gehen. Einer bleibt B. Nee, der 3. geht auch rüber mit auf A. So, wir sehen hier Morphan. Okay, der geht wieder zurück. Oder vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Gut. Oh, haben sie auskundschaftet. Nichts gesehen. Okay, also die Information ist da, die müssen auf B sein. Der Arrow wurde zerstört. Und jetzt wartet man natürlich in der Defense nur noch auf den Plant. Dann kann ich vielleicht einen rausholen. Nee, ungünstiges Timing für ihn. Ja, muss auch dran glauben. Und Civi, der wird jetzt wahrscheinlich weggeholt. So ist es. Kann Carter zwar noch mitnehmen. Das sollte jetzt aber eigentlich machbar sein für die beiden dort. Ja, so ist es auch. 7 AM holt sich den ersten Punkt. Und das gegen die
sie. Und das ist natürlich eine krasse Animation von dem neuen Pack, den wir hier sehen. Der sieht das richtig fresh aus, muss ich jetzt einfach mal gestehen. Das ist schon mal ein Bild wert, muss man schon sagen. Also nicht schlecht. Habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen. Ja, aber das war eine Bonusrunde und dafür sind trotzdem relativ viele Leute noch gestorben. Wir können es auch in der Economy sehen wahrscheinlich. Also ja. Die Spectre ist da, ein kleines Schild. Also es hat dann schon ein bisschen Damage verursacht. Man hat ja auch gesehen, dass sie einfach von lang gekommen sind und sich da einen Schlagabtausch geliefert haben und dann nacheinander von jedem Team einer gefallen ist. Ja, am Anfang nicht schlecht gewesen. Trotzdem meiner Meinung nach ein bisschen zu viel gestorben dort, aber das muss nichts heißen. Stimmt, hat ein Zweit drin im Hooker. Kann klappen. Der Refrag gar nicht so schlecht. Jetzt sind sogar zu dritt. Also jetzt wird hier der Hooker komplett unter Beschlag genommen. Ja, und da muss Zivi auch direkt los. Hat sich direkt ausgezahlt. Und das ist das, was ich meinte vorhin. Mit 7AM, die machen das nicht schlecht, indem sie im Team immer vorwärts gehen, auch in der Defensivposition. Das machen sie ziemlich, ziemlich gut. Jetzt, wo sie die Waffen dafür haben. Oh, das gut funktioniert, Carter. Schönes Timing dort auf Bald. Der kann da nicht viel machen. Und jetzt wartet er nur noch auf den Plan. Der weiß eigentlich ziemlich genau, was los ist. Morphant, der rennt sofort weg. Der weiß natürlich auch. Das kann wehtun. Ja, Afterplan Situation. Ich denke, die Überzahl ist da. Morphin, der ja, hat eine Position, die ist klar. Hardy und Gray gucken beide drauf. Man muss nicht mal einen töten, um zu defusen. Jetzt sterben trotzdem beide. Schön gemacht nochmal. Also, die Waffen sind weg. Nom hat quasi jetzt auch so ein bisschen den Economy-Vorsprung verloren. Den Vorteil, den sie hatten. Hat sich die Bonus nicht wirklich ausgezahlt, nee. Muss man einfach so sagen. Das ist natürlich auch immer so ein Spiel. Da bin ich auch immer überlegen. Ich spiele persönlich, spielen wir auch gerne über die Bonusrunde. Ja. Aber andererseits ist immer so eine Sache, ja. Wenn du sie gewinnst, macht's eigentlich nur Sinn. Wenn du sie verlierst, weiß ich nicht, dann gibst du eigentlich eine Runde for free weg, die du nicht hättest weggeben müssen. Ja, also das ist immer so eine Sache. Du hättest die Möglichkeit gehabt, zwei Schritte vorzumachen, aber machst dann einen Schritt zurück. Also. Ja. Wobei, klar, ich meine, die Vorteile, die stehen ganz klar im Raum und sind natürlich nicht zu missachten. Man hat natürlich extrem viel Economy, wenn du die erste Runde auch gewinnst. Oh, schönes Ding, bald! Oh, noch ein hinterher, das macht er richtig, richtig stark. Ja, Bolt ist heiß. Ja, der ist warm geschossen so langsam. Da braucht es manchmal einfach nicht viel. Also manchmal eine Kugel. Mit so einer kleinen Waffe im Nachteil. Manchmal einfach ein bisschen mehr im Fokus. Jetzt spielen sie nur noch gegen Gray und so schnell kann das gehen. Aus einer Economy holst du auf einmal die Runde. So, noch haben sie ja nichts gewonnen. Das ist dann wenigstens ein Schuss, wo ich bin, natürlich auch ärgerlich. Aber ich würde mir gerne nochmal, also nachdem wir diesen wunderschönen. Bitte? Genau. Oh, das funktioniert jetzt nicht. Wie sagen wir Blackscreen, Jungs und Mädels? Wie sagen wir Blackscreen? Was ist da wieder passiert? Ah ja, ich glaube, ich weiß warum. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber gut, wir lernen dazu. Also von Bald, das können wir uns nicht nochmal angucken, leider. Nö. Das war's dann auch. Aber ich habe den Fehler gefunden und behoben. Also beim nächsten Mal können wir uns gerne nochmal reingucken. Was da so Schönes passiert ist. Aber Nomi jetzt mit der dritten Runde. Auf einmal aus einer Economy raus, plötzlich holen sie die Runde. Also. Dass ich nochmal so schnell kann das gehen. Ah, dafür, dass das eher so gesagt wurde, Smoke's down. Wird easy genommen. Bietet 7AM hier ganz schön Parole. Und schon, gut predicted, aber hat das glaube ich nicht mal getroffen. Nee. Zivi, da muss da auch ein bisschen rennen. I've got your train. Nee, aber getroffen hat er keinen mit der Ulti. Rubinho trotzdem Fake an das jetzt geholt. Ja, und die Retake-Situation ist quasi eingeleitet. Jetzt geht's um wertvolle Sekunden.
Aha, die sieht doch schon mal ein. Ja, sieht doch schon schön. Sich nochmal zurückgenommen, Zeit gelassen, Samper dort geholt. Und ich glaube, bald hat er eine Position, die ist richtig gefährlich. Und genauso ist es auch. Wird jetzt erst aus dem Rennen genommen. Das könnte ein bisschen spät gewesen sein. Wir hören es auch schon. Die Bombe. Ja, das war's. Morphan rettet sozusagen hier die Runde für Nom. Kriegt beide Kills auch noch. Ah, Morphan. Ja, und da hat er mit seiner Ultimate gespielt. Ganz, ganz wichtig. Schön gemacht. Und somit ist es wieder die Führung. Die 2-Punkte-Führung. Also der ursprüngliche, ja, die ursprüngliche Führung wurde wieder hergestellt. Der Abstand ist wieder derselbe wie zu Anfang. Nom drückt jetzt also doch nochmal ein bisschen drauf. So, 7 AM. Können die jetzt vielleicht ihre Economy holen? Wäre das nicht eine schöne Geschichte, wenn die jetzt die Economy holen? Hatten wir, glaube ich, auch mal in irgendeiner League. Kannst du dich noch daran erinnern? Da war es auch so, dass das ganz, ganz viele, dass es immer hin und her ging, wer die Economy hatte. Und die, die die Economy hatten, hatten die Runde gewonnen. Ich weiß gar nicht, was für ein Spiel das war, aber ich erinnere mich, und es war auch auf Bayern. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir sowas hatten, aber inzwischen hatten wir einige Spiele, die wir betreut haben, sage ich mal. Betreut, das klingt auch gut, ja. Betreutes Spielen, ja. Betreutes Spielen, na klar, das ist so, ja. Und so, jetzt, das könnte Morphan, ja, und der Refrag ist einfach nicht da. Jetzt ist er da. Carter musste trotzdem ganz schön viel einstecken. Wäre er gleich mit rumgezogen, hätte er natürlich Morphan sofort gehabt. So hat es ein bisschen gedauert. Wertvolle Lebenspunkte natürlich noch abgezogen. Rubinho mit einer Position, die sehr gefährlich ist. Oh, schönes Aiming. Holt alle beide weg. Und das dürften sie eigentlich haben. Ah, schade, Alex. Aber da duckt sich bald auch noch mal ein kleines Stück weg. Das war ärgerlich auf jeden Fall. Ja, der hat gutes Timing auf jeden Fall. Das Timing war auf jeden Fall gut. Da können wir bestimmt noch mal reingucken. Vielleicht sehen wir das. Jetzt müsste es aber funktionieren. Ich hoffe es zumindest. Schauen wir noch mal. Nö, immer noch nicht. Ich weiß gar nicht, was das Problem jetzt gerade hier ist. Da gucke ich gleich mal, was das Problem ist. Gut. Warum aber das gerade nicht geht. Also. Ja, aber wie es immer mit der Technik ist, ja. Manchmal hängt's, genau. Wenn sie funktioniert, ist es das beste Ding, was es gibt. Und wenn sie nicht funktioniert, speit man im Strahl. Ungefähr so. 2-5. Nom wollen sich nicht so leicht geschlagen geben und sagen, wir legen noch eine Schippe drauf. Nowhere to run! Und da wird direkt die Utility auch eingesetzt. Hunter's Fury dort von Nom. So, und Kubino, der wird hier ziemlich in die Ecke gedrängt. Der weiß, man pusht dort auf jeden Fall. Kann nicht viel gegen machen. Carter holt ihn jetzt. Carter holt drei Leute. 2-2. Carter ganz, ganz stark. Da ist das Ace möglich nicht mehr. Denied von Civi. Und jetzt ist es ein 1-1. Fake Ananas gegen Civi. Und das ist natürlich jetzt richtig böse, ja. Aber es bringt alles Zeit. Bringt alles Zeit. Es bringt definitiv alles Zeit. Ja, schade. Ja. Macht doch einen Step zu viel. Civi holt sich den Punkt hier vernommen. Damit ist es dann 6-2. Die ersten beiden Runden hat Nom geholt. Dann hat 7am 2 Runden geholt. Ja, und seit der 5. Runde dominiert Nom das hier und machen das auch echt nicht schlecht. Also hätte ich aber ehrlich gesagt nicht gedacht. Wobei man muss auch dazu sagen, 2x defused wurden. Okay, also über die Kills hat es 7am noch nicht geregelt. Ja. Verzeihung. Wird vielleicht auch ein aim-technischer Vorteil oder ein Gun-Game, also vielleicht das bessere Gun-Game auch einfach der Seite von Nom Morphan. Der könnte jetzt ein blödes Timing haben. Genau so sieht's aus. Alex holt ihn sich. Lässt da nicht mit sich reden. Das ist natürlich jetzt ein schöner Anfang, den 7am sich holt, denn
Ja, das ist noch viel besser. Drei Leute kann Alex dort holen und das ist wunderschön gespielt. Die Eco geht also auf den Nacken von 7AM. Kostenloser Upgrade hier für drei Leute. Das hat richtig gut geklimpert in der Kasse. Ganz, ganz wichtiges Timing von Alex dort. In beiden Fällen auch Glück gehabt, ne, dass er in der Smoke stand und die von Crubinho dort die Drohne nicht abbekommen hat. Und somit dort auch nochmal ein, zwei Free Kills auf Lang holen konnte. Ja, viel was Glück, ich, ne? Was ich vorhin bei der Runde davor sagen wollte. Es waren ja heute auch noch andere Valorant-Games am Laufen. Zum Beispiel die Berlin Masters. Genau. Da habe ich auch ein bisschen reingeschaut. Ah ja, auch was Sie sehen, das Scout. Zack, zack. Einfach hintereinander weg. Oh, schönes Ding. Jetzt nicht unterbrechen, das war okay, alles cool von Barb hier. Aber ja, ich gebe dir recht, die Sheriff, die Marshall. Die Marshall. Nee, Marshall, Sheriff. Marshall Mathers LP. Marshall. Wer ist euch nochmal? Marshall. Ahead. Marshall ist es, genau. Sheriff ist ja die Pistole. Easy. Genau. Genau, Marshall. Auch da, ja, zurzeit die Leute viel mit unterwegs, aber ich sehe es im Ranked und ich bin jetzt nicht echt, im hohen Rang. Öfter mal jemand, der damit spielt und auch relativ gut trifft, also auch da wird gerne mal der Kopf getroffen. Und ich dann denke, Mensch, das ist gefühlt nicht der Rang, auf dem ich hier spiele. Und das ist natürlich auch eine Waffe für 190 Credits natürlich nur, also ziemlich, ziemlich wenig. Fake anders, wenn der gesehen hätte, was ich gesehen hätte. Achso, gut, okay. Treffen, schöner Hit. Ja, und er wartet, da kommt vielleicht gleich was, ja. Morgen. Ja, aber auch da haben wir uns schon, ich glaube auch vor unserer Sommerpause, hatten wir auch dieses Thema. Diffust man durch, diffust man nur bis zur Hälfte, wo du gesagt hast, eigentlich diffust keiner durch. Genau, ja, also eigentlich sollte man es fast machen. Ja, genau. So blöd, wie es klingt, aber den ersten wenigstens bis zur Hälfte ziehen, ist in meinen Augen eine ziemlich valide Taktik oder solide Taktik, um erstmal die Hälfte halt erstmal zu machen, ne? Genau, um safe zu sein. Aber da hatten wir ja auch Szenen, wo der Gegner denkt, es wird undiffused und er diffused einfach durch und holt die Runde damit. Ja, ja, also. Ja. Da schmeißen sie wieder Sachen durch den Porter. Also hier sehen wir es auch wieder, die Doppeldeckung und Luca ist wirklich jede Runde da. Dafür halt keiner on site. Ist auch eine spannende Taktik, wenn man so spielt. Jetzt haben sie aber B aufgegeben. Oh, der hat geklimpert im Kopf, aber bald interessiert das nicht. Der macht einfach weiter und holt sich den Carter, bevor er dann auch dran glauben muss. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Rotation. Genommen ist jetzt von B auf A. Right here. Last player standing. Oh. Ja, und das ging jetzt alles relativ flott. Also da gingen drei Kills ziemlich schnell, einer nach dem anderen. Ja, und für 7AM, für die ist jetzt wichtig, nochmal diese eine Runde zu holen. Bind, meiner Meinung nach, ein bisschen Defense-lastig. Das heißt, hier kann man eigentlich schon mal ein großes Kompliment an Nom aussprechen. Denn die haben ja immerhin schon sieben Runden geholt und werden quasi mit einer Führung in die zweite Halbzeit gehen, unabhängig davon, wie hoch diese ausfallen wird. Und das ist durchaus ein starker Vorteil auf dieser Map. Das muss man einfach mal so festhalten. Dementsprechend interessant zu sehen, was 7AM dann in der zweiten Halbzeit so alles fabrizieren wird. Oh, da geht man jetzt direkt offensiv. Oh, das ist... Oh, du Glück gehabt! Carter konnte sich gerade noch so konzentrieren und zusammenreißen. Da haben die Nerven doch ein bisschen geflattert, muss man sagen. Ja, Faker, der ist da jetzt ein bisschen gefangen. Und ja, hat doch gut gefangen, das Ding. Crubinho erledigt da den Rest. Da war nicht mehr viel mit der Ananas los, ne? Nee. Best of one? Es ist tatsächlich ein Best of one. Zumindest bis zum Viertelfinale. Ab Halbfinale, wenn mich nicht alles täuscht. Und Finale sind Best of three. Das sehen wir aber erst nächste Woche dann. Also nächste Woche Samstag um die gleiche Uhrzeit einfach mal einschalten.
Das war schön gemacht von Hardy. Wunderbar gemacht. Ja, schönes Ding. Hat sich auch gleichzeitig abgesaved. Sieht, dass die Bombe weg ist. Genau. Und kann jetzt sagen, diesen rüber zu gehen. Geht er hinterher? Habe ich auch überlegt. Aber ich finde, das ist keine schlechte Variante, jetzt hinten rumzulaufen. Gar nicht über den Porter zu gehen und auch nicht über CT zu laufen. Finde ich, ist die klügste Variante. Denn er kommt jetzt doch relativ unexpected von hinten, hätte ich gesagt. Das ist... Und wir sehen es auch so, wie die Aufteilung ist. Beide hinten im Elbow drin. Sie erwarten gar nicht, dass er von dort kommt. Aber, ja. Wir haben trotzdem da... 1-2 Situation. Genau, und er weiß natürlich nicht, wo sie sind. Klar, was soll er auch wissen? Und jetzt, oh, jetzt wird er gleich gucken. Nee, ja, also. Wir sehen ihn auf jeden Fall. Er wird die Hälfte, ja, wird zumindest. Ja, das ist das Ding. Wenn du gegen zwei Leute spielst, geht meine Taktik natürlich nicht mehr auf. Weil klar, du bist zu zweit. Du kannst doppelte Feuer einfach da reinbraten. Vor allem, wenn du aus der gleichen Seite. Ja, das muss ich sagen. Wäre vielleicht Dite wirklich das Undiffusen besser gewesen, weil du hattest Deckung, oder Viper hatte Deckung durch, die Smoke, du diffused an, die schießen in Richtung der Bombe und du steppst halt raus. Aus der Smoke raus, aus der Smoke raus, genau. Aber ja, Idee ist auf jeden Fall gut, aber gegen zwei Leute musst du natürlich dann auch Glück haben, dass du triffst. Wobei Alex, der war, was Alex? Nee, Xivi, der war schon ziemlich gut angehittet. Also den hätte man vielleicht mit ein, zwei Schüssen wegbekommen, selbst wenn es nur in den linken Fußnagel reingegangen wäre. Aber ist halt nicht. Und somit ist es die 8-4-Führung. So ein eingeschossener Zehennagel ist auch nicht schön, ne? Der tut auf jeden Fall weh, ja, das stimmt. Das ist mit verminderter Geschwindigkeit, geht das einher. Und dennoch. 4 Runden Vorsprung genommen und die sind in der richtigen Lage, jetzt nur noch verteidigen zu müssen, und die machen genau da weiter, wo sie aufgehört haben, und spielen das auch relativ offensiv hier in der Verteidigung, und das ist sehr interessant, was ist anscheinend standing. So eine neue Meta auf Bind. Angriff ist die beste Verteidigung? Aktuell nicht so oft, ja, und da kann Peter noch mal reingucken in den Papagei von Bart. Genau. Also die Insider wissen, von was ich rede. Ja, auf Deutsch heißt es ja, glaube ich, Falco Flieg, ne? Falco Flieg, ja. Nein. Ja, doch. Nein. Ja, leider. Deswegen stellen wir das Spiel auf Englisch. Aber Falco ist seit Jahrzehnten tot. Ja, das ist auch nichts mit Deutsch zu tun. Aber davon mal abgesehen, ja. Nee. Sicher, dass er nicht Falke oder Falken? Nee, es ist wirklich Falco Flieg. Also bitte, ich habe das Spiel nicht auf Deutsch, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Falco Flieg heißt. Und das ist tatsächlich immer wieder traurig, wenn ich sowas dann immer höre. es tut mir weh einfach. Aber gut, es ist so, wir müssen es akzeptieren. Deswegen habe ich das Spiel auf Englisch. Da hört es sich ein bisschen besser an. Da heißt es dann Workout! Genau. Genau so. Um genau seriös zu bleiben. Also, es ist 9-4 Vorsprung, und wir sehen jetzt auch 7AM, die haben geforst. Klar, die wollen jetzt langsam Runden holen, und die machen das hier richtig aggressiv. Gehen hier auch rein in Showers von hinten, und das ist ja schön gespielt. Zivi muss da auch dran glauben. 2 Leute Vorsprung jetzt hier, oder 2 Leute mehr auf dem Schlachtfeld. So, Krubinio, da schauen wir mal rein jetzt, Marshall. Wir haben ja vorhin gesagt, das ist mittlerweile eine schöne Meta geworden. Ja, drück doch ab! Drück einfach mal ab! Oh ja, die Idee war gut. Aber das war natürlich eine immens starke Forstrunde. Also, wurde reingeforst, und die haben ohne eine Waffe abzugeben das Ding hier geholt. Also 7AM, die haben jetzt richtig aufgedreht. Stark gemacht auf jeden Fall. Richtig, richtig gute Runde, genauso wie sie gebraucht haben. Vielleicht gibt das jetzt auch so ein bisschen Auftrieb. Wir sehen es. Unten eine Shorty wird gekauft, eine Sheriff wird gekauft. 2x die Marshall mit kleinem Schild. Ja, die kann gut reingehen. Lass mich kurz intervenieren. Ja, interveniere. Yeah, Nom, if Nom is winning, they will play another game. Up to 5 matches. Yeah. But I don't think we will cast Nom or 7AM again. So it's very unlikely that this happens. The possibility is there, so it isn't impossible, but yeah.
We try to cast as many different things as we can. So we try to find another. Good match for you after that one. Ja, und 7am, die sind jetzt hier dabei, sich auch noch die sechste Runde zu holen. Das sieht aktuell ziemlich gut aus. One enemy remaining. Ja, so ist es auch. Morphin, der ist der Einzige, der jetzt hier noch so ein bisschen am Leben bleibt. Der wird jetzt aber auch die Bombe mitnehmen, hat er gut gemacht. Also vielleicht auch ein bisschen für die Economy, um zu sagen, gut, okay, ich sterbe, damit ich mehr Punkte kriege. Hat er auch nur eine Marshall, Anführungszeichen, nur? Ja. Weil die kannst du halt auch gegen große Schilde spielen. Ich glaube, wenn du den Kopf triffst, also wer damit sicher sich fühlt, das ist, durchaus nicht unmöglich. Ich find's auch nicht verkehrt, ihn zu spielen, weil selbst wenn du nicht den Kopf triffst, du ziehst erstmal 100 Damage ab. Das ist ja ähnlich wie mit der Operator. Ja, nur, dass die Operator halt One-Shot, One-Kill. Ja, genau. Aus auf die Füße, aber ja. Aus auf den großen Zeh, aber ja, der tut weh. Schienbein, Knie, ja. Kniescheibe kannst du rausschießen, dann, aber... Ja, nee, also genau. Oh, da hat er gesehen und da hat er auch getroffen. Also Crubinho jetzt auch. Ja, da war der Puls kurz mal ein bisschen höher, denke ich. Also da hat man vielleicht die Halsschlagader ein ganz kurzes Stück gucken sehen von ihm. I've got your trail. Oh ja, da pushen sie ihn zu zweit. Also Semper hier, ganz frech. Gefällt mir aber grundsätzlich sehr, sehr gut. Machen beide Teams gut, gehen immer zu zweit. Also mindestens mit zwei Leuten irgendwo hin. Also sind da immer in der Bereitschaft, einen Refrag zu leisten. Jetzt geht der Gegenangriff. Auch das wird schön gemacht. Da wird Semper gut geholfen. Guck dir das an, Ball. Und sieh, wie die das machen. Das so stark. Oh, jetzt die Nate. Die tut weh. Das kommt von beiden Seiten. Ja, das ist frech. Ja, Crubinho muss jetzt dran glauben und Alex, ja, der muss jetzt rennen und die hören ihn. Die hören ihn, die wissen ganz genau, wo er ist. Der hat eigentlich nur viel HP. Das ist. Ja, schön gespielt von Bald. Muss man auch einfach mal sagen, das war jetzt richtig, richtig schön zu sehen, wie sich Semper dort quasi zurückzieht und weiß, okay, ich push die jetzt nicht. Ich lasse sie einfach kommen. Oder warte einfach die Situation ab, geh ein Stück zurück und ich weiß, mir helfen gleich meine Mates. Ja. Die kommen von hinten an und überrennen sie dann einfach zu dritt und machen sie platt. Also finde ich, ist enorm. Das ist das, was ich gerade angesprochen habe. Sie geben Cover, damit der eine defusen kann, beziehungsweise haben sie es ja so weit geschafft, dass der Gegner rauskommt, ihm ein Heli verpasst, konnten dann in Ruhe defusen. Ja. Definitiv. Also, machen beide Teams sehr, sehr gut. Ich meine, das ist vielleicht für die Teams jetzt nichts Besonderes, aber für den einen oder anderen Casual-Gamer, der hier auch zuguckt oder Ranked-Spieler, der hier zuguckt und sonst vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, auch das eine Taktik, die ich jedem nur ans Herz legen kann. Bleibt bei euren Mates. Unterstützt die, geht einfach auch auf die Refrags. Ihr seht hier, was für ein riesen Impact einfach haben kann. Und was das ausmacht, wenigstens immer den Refrag zu holen, wenn nicht sogar man tatsächlich die Leute überraschen kann und sie überrennt dann auch mal. So, Alex hat sich den Strom hier richtig schmecken lassen. Ja, und jetzt wartet jeder auf den anderen, dass er vorguckt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Nom sich überhaupt bewusst ist, dass man hier schon auf Zeit ist. Ich meine, die Informationen haben sie bestimmt. Insofern, dass sie wissen, sie können es gerade nicht abdecken. Also sie müssen damit rechnen. Aber wissen und damit rechnen ist schon mal eine andere Sache. So, Crubinho hat jetzt auch Lambs komplett offen gelassen. Also der weiß, er geht ein Stück rüber zurück. Ja, und jetzt die Astra-Ulti. Sehr, sehr schön. Spike down B. Den müsst ihr gehört haben, Alex. Ja, das ist schade, Alex. Morphin. Dort mit dem besseren Aiming. Jetzt hier noch den Orb. Ja, das ist zweimal richtig, richtig unlucky, das Aiming. Oh, 7am. Da ist man im Gun-Game einfach ein bisschen besser unterwegs bei Nom. Das muss man jetzt einfach mal so festhalten. Die Kills hätte man beide haben können und dann steht es hier nämlich ganz anders. Ja. Ne? Das ist. Aber gut. Ist halt so. 11 zu 6. War's das?
Also wenn ich mich dran erinnere an das letzte League-Turnier, was wir gemacht haben, das war vor der Sommerpause. Ich weiß nicht mehr, war es Big, wo es wirklich dieses Hin und Her war mit 10-10, 11-10, 11-11. Das war ja auch ein richtiger Krimi. Ich glaube, gegen Saw war das mal sehr Krimi-artig, ja. Aber ja, ich kann mich auch erinnern, dass wir doch einige Comebacks gesehen haben. 7AM, die rennen jetzt auch mal hier auf B drauf, FA drauf. Da ist wenig Kompromiss auf jeden Fall am Start. Sie sind auch im Zugzwang. Ja, sie müssen jetzt sie Punkte müssen, holen. Sie müssen und sie holen jetzt auch. Natürlich sind da jetzt auch, ich glaube, zwei Ultis wurden auch gezündet. Bin mir gar nicht sicher. One enemy remaining. Ja, aber auch hier wieder zu zweit decken sie die Mitte. Die anderen beiden Richtung Spawn. Semper, der weiß, das Ding ist durch auf jeden Fall. Da wird nicht mehr viel passieren. Können wir uns die Waffe noch mal ein bisschen angucken. Glitchpop, Wendel. Ja, glitscht, ja. Die glitscht. Hast du recht, sehe ich. Die glitscht auf jeden Fall. Würde er hören, was wir hier sagen? Ja. Kriegt da vielleicht noch ein, zwei Leute hier rausgenommen. Sieht doch so aus. Vor. Man guckt auch keiner mehr. Nein. Also die Economy spricht auch dafür, nicht um die Ecke zu gucken, weil man hat nicht so viel. Die Waffen mitzunehmen ist schon... das Beste, was du mitnehmen kannst. Ja, definitiv. Sie brauchen die Waffen. Sie brauchen jetzt jede Runde. Man will natürlich hier nicht reingehen. Und 7AM nimmt einen Timeout. Also auch für eine euch. Minute Zeit. Genau. Also auch für euch die Chance, kurzes Wasser zu holen. Hydriert euch. Wichtig. Genau, ganz, ganz wichtig. Ja, ist das jetzt nochmal von 7AM die Möglichkeit, zurückzukommen, sie zu besprechen, was wollen sie machen? Ich meine, so schlecht haben sie es nicht gemacht. Wir können mal reingucken. Man hat, ja, in der zweiten Halbzeit steht es unentschieden aktuell, wenn man nur die betrachten würde. Das reicht also auf Dauer nicht aus. Ein Operator wurde jetzt auch gekauft. Civi hat die am Start. Also gefährlich auf jeden Fall. Da könnte 7AM richtig dolle reinlaufen. Wir schauen einfach mal, was sie damit machen. Ich schaue nur gerade, wie das Positioning gerade ist. Gehen die jetzt zu viert auf B? Nee, ich glaube nicht. Das ist einfach nur, okay. Weil eben gerade das Timeout war. Jetzt haben sie nochmal die 20 Sekunden, die es eigentlich gibt, jede Runde. Um entsprechend sich neu zu postieren. Und Operator steht auf B. Insgesamt drei Leute auf B, also, und der Aufbau sieht erstmal ein bisschen default-artig aus. Auch wieder zwei Leute, wenn ich jetzt sehe, die Richtung Showers gehen. Ja, die relativ schnelle Information finde ich auch immer schön. So war quasi als zusätzlichen Posten irgendwo oder als zweiten Mann irgendwo hinzustellen, dass du quasi, also anders, dass du, wenn du mit zwei Mann auf einer Side bist, einer davon Sova ist und natürlich für frühe Aufklärung mit dem Dart. Natürlich erstmal dafür sorgen kannst, zu wissen, okay, ist da jemand? Gleiches gilt für Sky, gleiches gilt für KO, die ziemlich früh für Aufklärung sorgen können. Ja. Und also gefällt mir immer ziemlich gut, weil dadurch kannst du dann relativ schnell wieder die Rotation einleiten und sagen, okay, brauchen wir hier einen Mann mehr oder brauchen wir dort einen Mann mehr? Okay, Hammer CSGO ist mit der Leistung von 7AM nicht so ganz zufrieden. Und das ist jetzt hier interessant. Da wird jetzt abgewartet. Und jetzt kommt die Ulti. Morgen, der rennt natürlich nicht, damit das Bot im Offenen geblendet wurde. Das ist ein bisschen unkonventionell, dieser Bot, aber natürlich absichtlich gewählt. Klar, man will natürlich nicht, dass dort predicted werden kann, wo geblendet wird. Das ist eigentlich klar und das ist ärgerlich jetzt für 7AM, dass sie so viel verloren haben, ja, und Rubinho weiß genau, wo sein Kompagnon steht, und er kassiert trotzdem! Ah ja, das ist ärgerlich, und das ist dann eben das Problem, wenn du dann wieder woanders geplantet hast, für den Plant an sich ist es cool, du kriegst eben durch, ohne dass dort irgendwie Utility geflogen kommt, aber fürs Verteidigen ist es halt kontraproduktiv, genauso kontraproduktiv wie für die Defender, den Plant zu denyen. Also das hat dann das Spiel auf der anderen Seite dann genauso. Hatte kurz schade, dass ich nicht ausgegangen ist für 7AM. Hatte aber kurzzeitig so ein bisschen Deathmatch-Feeling. Right here. So. Keiner sieht was. Jeder schießt nur.
Und will nicht getroffen werden. Genau, da war definitiv sehr viel los. Aber ich fand das Aiming trotzdem gerade wunderschön. TV jetzt mit der Operator, wie letzte Runde auch schon markiert da ganz klar, nicht mit mir. 3 gegen 5. Tja, und das wird's wohl gewesen sein. Da ist nicht mehr viel Sprit im Kessel übrig bei 7 AM. Ja, das ist ärgerlich. Semba mit einer schönen Position dort. Ziemlich offensiv in seiner Pampe, aber das ist, ja, das ist einfach gut. Auch da verstehe ich nicht. Gray hat den Dart noch am Mann und kann den eigentlich in die Soße reinschmeißen. Auch da hätte man wenigstens ein, zwei Leute aus dem Rennen nehmen können. Ja, und das war's. Bald beendet das, indem man Carter holt. Es ist das 13 zu 7 für Nom.